Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur neuen Episode von Let's Play EVE Online. Heute mit dem Thema ISK-Verbrennung. Was ist ISK? Das ist die EVE Online In-Game-Währung, also die man verdient, wenn man Dinge verkauft oder Geld einnimmt durch beispielsweise Ratten, wenn man die abschießt, Computergegner. Und ausgeben kann man diese dann entsprechend auch für Schiffe, Ausrüstung und andere Dinge. Und genau das wollen wir heute mal tun. Wir beschäftigen uns heute vor allen Dingen auch mit der Ausgebenseite, weil die Einnahmenseite kommt in anderen Let's Plays zum Tragen. Um das zu können, habe ich mir mal selber ein bisschen Geld überwiesen, sodass wir auch als Starter sozusagen trotzdem schon direkt loslegen können. Was machen wir? Wir docken ab. Ich habe versprochen, ich zeige euch das Overview und wie man das korrekt konfiguriert. Das machen wir als allererstes. Anschließend fliegen wir ein bisschen umher und suchen nach PvP-Gelegenheiten. Und zu guter Letzt geht's auf nach Jita, das ist einer der Haupthandelsknoten in EVE Online, um dort ein neues Schiff zu erwerben mit Modulen, die dann entsprechend auch geskillt werden müssen. So decken wir heute doch einiges ab an Tätigkeiten. Also würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit und legen direkt los. Erster Schritt heißt abdocken, um das Overview einzurichten. Rechne, rechne und studiere. Und da sind wir auf jeden Fall schon mal im All. Hier haben wir sogar gleich schon einen Corporation Mate, erkennen wir an der grünen Färbung in seiner Reaper. Das sind wir auch in einer Reaper. Ich habe im Augenblick dieses Kamera... Menü so eingestellt, dass wir, wenn wir ein Objekt markieren, automatisch unser Schiff und dieses Objekt gleichzeitig im Blick haben. Das kann man mit C, mit der Taste C, an- und wieder abstellen. Ich finde es aber ganz hübsch, so dass ich es einfach mal so lassen würde. Hier haben wir unseren Freund. Hier ist unser Overview, den wir gerade schon gesehen haben. Und diesen würden wir jetzt entsprechend einrichten. Um den Overview einzurichten, kann man auf der einen Seite komplizierte Einstellungen vornehmen, die manuell dann entsprechend ziehen, Filter setzen, Farben einstellen und so weiter und so fort. Oder eine bestehende Overview-Setting einfach weiterverwenden. Eine bekannte von diesen Overview-Settings kommt von Sarah Shava und deren Overview-Settings werden angeboten in einem Chat-Channel. Deswegen gehen wir hier oben mal auf das Chat-Kanal-Fenster, wählen den ersten Punkt aus und geben hier ein Sarah Shava Overview. Ich habe es hier schon mal entsprechend eingegeben, also Sarah Shava mit jeweils großem S, dann Minus und dann Overview groß. Um in den Chat-Channel beizutreten, drücken wir auf Enter, schließen das Suchfenster wieder und sehen jetzt hier das Chatfenster für Sarah Shava. Sollte das nicht ganz zu sehen sein, könnt ihr das hier entsprechend kleiner und größer ziehen und hier auch die Chat-Channel-Teilnehmer entsprechend skalieren. Sarah Shava sagt: Schön, dass ihr da seid. Meldet euch auf Twitter, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten setzt euren Overview zurück. Das haben wir bereits gemacht. Und dann klickt einfach absteigend auf die einzelnen Parts hier. Das machen wir. Part 1 legt entsprechend die neuen Tabs an. Part 2 fügt verschiedene Filter hinzu. 3 ebenso. Und so geht das weiter bis zu 6. Und man sieht schon hier, wie die Objekte auch zunehmen von Klick zu Klick. So dass man schön beobachten kann, wie entsprechend die Filter ziehen. Jetzt haben wir im Grunde 5 Reiter. Der erste ist Basic PvE, also Kampf gegen Computergegner. Ist an sich auch ganz okay zum Rumfahren und so weiter. Man sieht halt hier entsprechend noch die Ratten. Der rote Main ist für Normal PvP, den werden wir nachher verwenden, wenn wir uns mit entsprechenden anderen Spielern anlegen. Der nächste wäre dann Drones, wo man spezifisch nur Drones sieht. Das kann in manchen Situationen hilfreich sein. Friendly All ist gut, wenn man beispielsweise Logistics fliegt, also so eine Art Heiler in EVE Online, dann kann man die eigenen Freunde auch sehen, die werden auf den anderen Reitern nämlich nicht angezeigt. Und Warp Out heißt alle Celestials im System, wo man in der Hektik hinwarpen kann, wenn nötig. Wir gehen jetzt erstmal auf, sagen wir vielleicht Basic PvE, um nach Jita zu kommen. Nach Jita, dem Haupthandelsknoten, einer der 4 großen und auch der größte Haupthandelsknoten, kommen wir am schnellsten, indem wir auf der Ingame-Karte, das ist hier, eine Beta-Version noch, trotzdem schick, in dem, so, ja, wie soll man sagen, Universumsüberblick, wo hier diese kleinen lustigen bunten Punkte einzelne Systeme darstellen, entsprechend die Suche, jetzt muss ich mal gerade gucken, weil die ist, hier oben, die Suche aktivieren, Jita suchen und entsprechend markieren und den Kurs auf Jita setzen. So.
Jetzt können wir die Karte schon wieder schließen. Mehr brauchen wir nicht. Also wir können jetzt hier quasi sehen, in diesen Strichellinien, wo wir hin rumfliegen. Man sieht schon, wir kommen relativ weit aus dem Osten des Empires, also der nicht roten Bereiche, die dann Nullsec darstellen, und fliegen relativ weit in die Mitte mit einem kleinen Schlenker, weil die einfach so verbunden sind. Der Weg ist recht weit, man sieht es auch hier, 25 Sprünge. Wir werden nicht alle Sprünge gemeinsam machen, ich schneide dann zwischendrin, aber die ersten schon. Wie kommen wir jetzt zum nächsten System auf der Route? Das ist Alec, ganz einfach. Im Overview sehen wir hier, ein Item ist gelb markiert und das ist zufällig das Sprungtor nach Alec. Und so wird es immer sein, dass wir das nächste Sprungtor auf unserer Route entsprechend hier gelb markiert finden. Es gibt einen Autopiloten, den kann man verwenden, wenn man zu viel Geld hat. Der würde dann 20 Kilometer vor dem Gate aus dem Sprung kommen und den Rest dann in normaler Impulsgeschwindigkeit zum Gate fliegen. Die meisten Spieler interpretieren das als Einladung, dass man sie, dass man sich abschießen lassen will. Deswegen verwenden wir den hier nicht, sondern springen direkt ans Gate und jumpen durch das Gate durch. Dazu nehmen wir entweder die Taste D, wie hier zu sehen ist, oder verwenden diesen Springbutton. Ich gehe jetzt mal über den Springbutton. Warp-Antrieb da aktiv. Und man sieht dann schon, es ist ein relativ kleines Schiff, das heißt, es kann sich schnell ausrichten, warpt auch relativ schnell zum Gate und wird dann am Gate angekommen, auch direkt durchspringen ins neue System. Hier sieht man schon so ein typisches Minmar-Target. Die sehen immer so ein bisschen vergriesnadelt aus, hier mit so durchsichtigen, also ein bisschen wie mein Schiff in kompliziert und groß. Ich jetzt aus Versehen auch gleich noch eine Gelegenheit abgeschlossen hier. Zu den Sternen, super. Also was wir hier schon wieder alles machen, Hammer. So, das nächste System auf der Route, wir können ja nochmal kurz mit dem Maushover gehen, ist Elgoi. Und hier ist zufällig, wie gesagt, auch schon das Elgoi-Tor entsprechend markiert. Wir befinden uns im System Alec, fliegen zum Elgoi-Tor und springen auch hier direkt durch. Solltet ihr die Route nicht sehen, wenn ihr den Autopiloten entsprechend eingeschalten habt, könnt ihr die hier über dieses kleine Dreieck ein- und ausblenden. Also es kann sein, dass die einfach nicht eingeblendet ist, ist aber kein Problem. So könnt ihr hier auch die Gelegenheiten und andere Items und Optionen entsprechend ausblenden, wenn euch das hier ein bisschen zu kompliziert aussieht. So, und ich würde sagen, die erste wichtige Lektion im PvP würde ich euch gleich beibringen, sobald wir hier mal einen anderen Spieler sehen und den entsprechend mit unserer Civilian Gatling Auto Cannon beschießen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Aber ich denke schon, dass das klappen sollte. So, hier sind jetzt keine Spieler, nur ein Cargo-Container und so ein paar Sentry-Guns. Also quasi Waffen, die am Gate hängen. So, hier auch wieder nichts auf dem Grid. Also springen wir weiter zum nächsten System. Hier auch keine Gelegenheit für PvP. Ja, die nette Dame kommentiert dann auch immer sehr professionell, was wir gerade machen. Also Warp-Antrieb aktiv in dem Fall. Das sieht man auch hier unten. Die Geschwindigkeitsanzeige zeigt dann halt auch im Warp. Ist aber nicht lange zu sehen, wie gesagt, weil die kleinen Schiffe relativ schnell springen. Geht das alles recht fix. Ach so, genau, wenn wir PvP machen wollen. Ganz wichtig, Sicherungstaste. Die ist im Augenblick auf grün, das heißt, wir können im Grunde nichts machen, was uns was andere Spieler sozusagen ärgert oder angreift. Das müssen wir auf rot stellen, um entsprechend dann auch PvP machen zu können. Das heißt, das System bewahrt uns nicht davor, feindliche Aggressionen gegen andere Spieler durchzuführen. Das ist teilweise recht ärgerlich, wenn man einen Client neu installiert oder beziehungsweise einen neuen Charakter anlegt und ist mitten im PvP-Gefecht angekommen, will dann endlich schießen und der tut nichts, genau wegen dieser Sicherheitseinstellung hier. Deswegen machen wir die jetzt einfach schon mal aus, um nachher nicht genau dieses Problem zu bekommen. Auch hier auf dem Grip habt ihr gesehen, wieder keine anderen Spieler, nur Sentry Guns. Deswegen jetzt für uns nicht so wahnsinnig interessant. Wir sind nach wie vor auf dem PvE-Reiter. Wir können ja schon mal in PvP wechseln, sodass wir quasi nur neutrale Spieler, Feinde und die wichtigsten Objekte im System sehen, so wie Stationen, die Sonne und so weiter. Aber auch hier niemand zu sehen, also springen wir einfach durch. Wenn ihr irgendwann mal zu einem Gate warpt und dann direkt durchspringt und ihr wollt das eigentlich gar nicht mehr, weil ihr doch was Spannendes seht, könnt ihr mit Steuerung Leertaste grundsätzlich immer anhalten. Ich kann euch das gleich mal demonstrieren. Also wir springen jetzt auch wieder nach Ace Tour. Eigentlich wollte ich gar nicht so weit mit euch springen, aber hier, die Leute zieren sich wirklich.
sich uns zu zeigen. Wir sind immer noch in der Minmatar-Republik. Sodass ich euch das gar nicht so direkt zeigen kann. Oder wir fliegen dann mal zu einer Station, also hier zu diesen Vierecken. Ob das irgendwas bringt? Gut, die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig voll hier mit neuen Leuten, die Systeme. Aber wir versuchen einfach mal unser Glück im nächsten System, wenn jetzt hier auf dem Grid nichts auftaucht. Das sieht aber nicht so aus. Ach doch, hier ist was. Ein Prowler, 36 Kilometer. Okay, wir... Mist. Der ist gerade weg. Schade. Den hätten wir zum Beispiel schnappen können. Ah, hier haben wir noch was. Probe. 22 Kilometer. Die kommen gerade alle aus dem Gate raus. Und warpen natürlich dann direkt weiter. Hier schläft halt auch wirklich keiner. Ah, okay. Wir springen mal durch. Übrigens habe ich jetzt das Schiff kurz vorm Sprung mit Control- und Leertaste oder Steuerung-Leertaste auch angehalten, wie ich es euch schon beschrieben hatte. Ist jetzt natürlich schwer zu zeigen. Habe ich aber tatsächlich gemacht. Drake und Mammut. Die Mammut ist vielleicht nicht ganz so schnell in Warp. Die könnten wir mal... Oder doch? Wir nähern uns mal an. Oh, Mist. Die Teil war... Kovat Linka. Fliegen wir an. Jetzt nur nicht mit rasender Geschwindigkeit. Sind doch alle so weit weg. Ich komme nicht an die Leute ran. Das ist echt ärgerlich. Der slowboatet hier nämlich oder burnt, je nachdem, ob ich glaube, hier mit der Geschwindigkeit, die ich sehen kann, slowboatet er eher zum Gate und springt gleich durch. Ach, verdammt. So. 22 Kilometer. Das Problem ist tatsächlich, wenn ich so nah dran bin, dass ich die aufschalten kann, sind die auch nah genug dran, um durchzuspringen. Aber wir versuchen es trotzdem nochmal. Ah, jetzt haben wir einen. Okay. So, 21 Kilometer und wir schießen jetzt mal einfach auf den drauf. Wenn ich denn sehe, Robert Linker, hat er das jetzt gemacht? Ah, Mist, der war schon gesprungen, deswegen hat er es nicht gemacht. Ah, verdammt.